Schnorr-EP. Willkommen zu einem neuen Projekt. Wir nehmen uns von Daedalic Entertainment das Spiel Fire vor. Ich bin mal gespannt, worauf ich mich da einlasse. Ich glaube, das ist ein kleiner Rätselplattformer. Beginnen wir einfach mal. Und Start. Okay, wir wurden scheinbar aus dem Dorf geworfen, weil und während unserer Nachtwache. Ich bewege mich doch gar nicht. Als dürfen wir. Während unserer Nachtwache das Feuer ausgegangen ist. Und wir heißen Ung. Das ist ja interessant. So, kann ich draufklicken? Kommen wir nicht ran. Okay, das muss ich nur mit der Maus spielen. Und mit der Leertaste. Achso, da kann ich halten, dann kann ich interagieren. Ein Knochen, den nehmen wir uns doch mal. Und mit dem Knochen können wir uns sicherlich den Apfel jetzt runterwerfen. Okay, das klappt nicht. Werfen wir nochmal an hier, die ganze Sache. Okay, klappt so schon mal nicht. Dann gehen wir mal weiter mit dem Knochen. Also doch eher nur ein Rätselspiel. Ich dachte, das wäre mit Jump'n'Run verbunden. Probieren wir hier mal den Apfel noch mal runter zu kriegen. Wird nix. Ah. Okay, Knochen, komm wieder her. So, Knochen weg. Apfel da. Ach du Scheiße.
Das ist ja eine große Weltkarte gewesen. Jump Jump. Blunga, ein. Gucken wir mal im ersten Bildschirm, ob da noch eine Blunga ist. Ja, genau, und das geht gerade auch in meinem Kopf vor. Hallo. Level 1 geschafft, würde ich mal sagen. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen also irgendwie darüber kommen. Dann gehen wir mal weiter. Verdammt. Bleibt jetzt den Maul offen? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich verstehe den Sinn noch nicht ganz. Ach so, aha. Was machen wir denn damit? Ah. Gucken, ob wir dann noch eine Münze finden. Da nicht. Da scheinbar auch nicht. Irgendwas haben wir jetzt da reingeworfen. Wahrscheinlich das Ding, was wir aufgehoben haben.
Was bringt uns das? Es rollt jetzt definitiv weiter. Was bringt denn das? Hey, jetzt ist das hier vorne wieder zu, das habe ich doch aber eben aktiviert. Ich weiß immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Gerade noch das zweite Level und ich weiß gerade nicht weiter. Mir eine Tür. Passiert also gar nichts. Egal wie das Gehirn in Stellung bringt. Hat das damit auf sich? Hier sind zwei Löcher, hier eins und hier gar keins. Eins, zwei, drei. Ich bin echt überfragt. Könnte sein, dass das erst hier raus muss und dann können wir mit den Steinen irgendwie so interagieren. Jetzt haben wir noch eine Münze gefunden. Dass die Dinger, dass das rauskommt irgendwie. Wir
müssen wir vielleicht die Nasenlöcher auflassen. Aber geht ja auch nicht, wir kommen ja nicht rein dann. Wir müssten irgendwie für Durchzug sorgen. Da kommen wir nicht ran. Verdammt! Was hat es denn damit hier auf sich? Ich verstehe das nicht. Das hört sich immer an, als ob er hier das Gehirn wieder freilegt. Und dann geht's wieder zu. Auf zu. Okay, bevor wir jetzt weiter rumritzen, würde ich sagen, ich probiere es einfach mal ausspielen noch mal kurz. Wörter. Gibt hier irgendein Zehennagel Luft rein? Ah, knapp. Sonst kann ich hier doch auch nichts anklicken weiter. Auf Timing muss es, glaube ich, auch nicht ankommen. Egal was wir hier drücken, ist das Vieh will da einfach nicht durchrollen. Na gut, erstmal Folgenpause, Spitze bedanke mich. Bis dann.